Reisen wir gerade durch die Zeit? Nein, wir reisen durch die Zeit. Du solltest gar nicht hier sein. Was sollen diese ganzen Uhren? Davon gibt's im Zeitstrom jede Menge. Ich glaube, da hat sich einer einen Scherz erlaubt. Also, wo geht es hin? Oder sollte ich sagen, wann? Junger Mann, das ist kein Schulausflug. Möglicherweise haben wir das gesamte Raumzeitkontinuum für die gesamte Menschheit katastrophal verändert. Vielleicht spielt uns unser Boss aber auch nur einen Streich. Und wie schlimm haben Sie die Zukunft aus der Bahn geworfen? Wow, wow, wow. Ich habe gesagt, wir haben sie möglicherweise verändert. Ja, wir überreagieren vermutlich nur etwas. Wenn es so ist, schnappen wir uns kurz einen Snack und bringen dich dann wieder nach Hause. Da sind wir schon. Willkommen im Jahr 2175. Wow, die Zukunft sieht hammermäßig aus. Wohnung im Himmel zu verkaufen. Naja, ist vielleicht ein bisschen runtergekommen, aber ist trotzdem noch nett. So sah die Zukunft ursprünglich überhaupt nicht aus. Wie konnte das nur passieren? Okay, wir müssen schnell ins Zeitbüro und Mr. Block finden. Milo, bleib nah bei uns. Habe verstanden. Ist ja ein Ding. Haben Pistazien in der Zukunft schon immer so ausgesehen? Nein, haben sie nicht. Ganz und gar nicht. Die sehen aus wie mutierte Pistazienbäume. Haben wir das verursacht, indem wir diese eine Pflanze gerettet haben? Kann ich mir nicht vorstellen, aber gehen wir ins Zeitbüro. Kommt, ich kenne einen anderen Weg. Da ist die Schwebekugel. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Ein Pfirsich? Wer wirft denn einfach einen Pfirsich? Den kannst du doch nicht wegwerfen. Oh nein, schnell, versteckt euch! Wäre der Pfirsich nicht gewesen, wären wir ihm direkt in die Arme gelaufen. Da ist Mr. Block. Er hat uns wirklich keinen Streich gespielt. Und das fällt dir erst jetzt auf. Dieses Land gehört nun den Pistazien. Wir werden es nach unseren Vorstellungen neu aufbauen. Abgesehen von South Beach, dieser Ort ist perfekt, so wie er ist. Der Kerl kommt mir bekannt vor. Was, der da? Was kennst du denn bitte für Leute? Ich bin sehr stolz auf euch alle. Hey, Brandy, ich möchte ein Familienfoto machen. Rutscht alle mal zusammen. Na los, so ist gut. Wir machen ein richtiges Foto und ein verrücktes. Bereit? Sagt alle, schön nussig. Schön nussig! Okay, und jetzt sagt alle, Moment mal. Ergreift diese Menschen! Moment mal! Ergreift diese Menschen! Nein, ich meine es ernst. Ergreift diese Menschen! Was machen wir jetzt? Ich schlage vor, wir laufen weg. Lauf!